Heute im Weekly Report, die letzten Spiele in der Peak Round stehen an. Warum ihr euch die Partie am Sonntag gegen Salzburg auf keinen Fall entgehen lassen dürft. Einen schönen guten Abend und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Weekly Report. In der vergangenen Woche stand ein Auswärtsspiel gegen Graz sowie eine Begegnung daheim gegen Fehervar auf dem Programm. Am Freitag gewinnen die Spusu Vienna Capitals gegen die Graz 99ers mit 4:3. Und gestern fahren die Caps gegen Fehervar AV 19 einen 6:2 Erfolg ein. Nach dem 8:3 Heimsieg eine Woche zuvor entscheiden die Caps auch das zweite Liga-Gipfeltreffen für sich und setzen sich auswärts in der Steiermark gegen die Graz 99ers mit 4:3 durch. Dabei liegt das Team von Headcoach Dave Cameron nach 43 Minuten bereits 1:3 zurück, dreht den Rückstand aber noch und gewinnt damit das sechste Spiel der Peak Round. Für die Tore sorgen Peter Schneider, Chris de Sousa und Sondre Olden. Auch gegen Fehervar AV 19 geraten die Caps früh in Rückstand. Am Ende feiern die Bundeshauptstädter auch im siebten Spiel der Peak Round einen Sieg. Die Torschützen sind die gleichen wie zwei Tage zuvor. Chris de Sousa, Sondre Olden und Peter Schneider schnüren jeweils einen Doppelpack. Mit diesem Erfolg qualifiziert sich Wien außerdem zum sechsten Mal in Folge für die Champions Hockey League. In der Tabelle hat sich Folgendes getan. Die Spusu Vienna Capitals bauen ihren Vorsprung auf den ersten Verfolger Graz 99ers auf 5 Punkte aus. Drei Spiele sind in der Peak Round noch zu absolvieren. Bereits morgen treffen die Caps auswärts auf den KC, am Freitag geht es gegen HCB Südtirol und am Sonntag empfängt Wien Red Bull Salzburg. Am Sonntag kommt es in der Peak Round also zum Showdown gegen die Bullen aus Salzburg. Peter Schneider hat uns verraten, warum ihr dieses Spiel auf keinen Fall verpassen dürft. Die letzten drei Spiele der Peak Round stehen an. Was habt ihr jetzt für die Duelle Klagenfurt, Bozen und Salzburg noch vorgenommen? Wir wollen einfach weiter unser Spiel durchziehen, auch in Richtung Playoffs. Wir wollen auch jede Partie jetzt noch gewinnen, ist eh klar. Wir wollen den ersten Platz in der Peak Round, um dann auch das Heimrecht, die ganzen Playoffs zu haben. Und ja, deswegen... Drei Spieler, drei Sieger hoffentlich. Das Peak Round Finale, das 10. Spiel, findet zu Hause statt gegen Salzburg. Danach wird gepickt. Wir können uns wohl auf eine recht volle Halle einstellen. Warum sollen die Fans gerade zu dem Spiel kommen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es auch in dem Spiel noch um was gehen wird, um einen ersten Platz in der Peak Round. Und gegen Salzburg sind immer super Partien, auch schön zum Anschauen, glaube ich. Und ja, kommt Fans in die Halle und unterstützt uns. Die letzten zwei Jahre haben die Caps jeweils Innsbruck dann gepickt. Was ist denn eigentlich dein Favorit für den Gegner im Viertelfinale? Ja, ich glaube, in den Playoffs gibt es keine schlechten Mannschaften und im Endeffekt, wenn man Meister werden will, was unser Ziel ist, müssen wir jeden schlagen können und also von dem her habe ich überhaupt keine Präferenz. Lasst euch dieses mit Sicherheit spannende Spiel und den anschließenden Pick nicht entgehen und sichert euch am besten gleich eure Tickets für Sonntag. Abschließend werfen wir auch noch einen Blick auf die anderen Mannschaften. Die Vienna Capitals 2 verlieren die ersten beiden Viertelfinalspiele auswärts beim FTC Telekom und stehen bei den Heimpartien heute und morgen bereits unter Zugzwang. Der U16 gelingen in der Qualifikationsrunde 10 Siege. Somit schafft das Team von Headcoach David Minarik den Sprung in die Playoffs. Am Mittwoch treffen die Junior Capitals auf den HC TWK Innsbruck. Die U20 verliert das letzte Spiel der Master Round gegen Jesenice mit 2:3. Die Silver Caps waren aber bereits davor fix für die Playoffs der Erste Bank Youngstars League qualifiziert. Und die U18 beendet die Qualification Round der Gruppe B auf Rang 3 und verpasst somit die Playoffs der Erste Bank Juniors League. Somit darf ich mich für heute verabschieden und freue mich, wenn wir uns nächste Woche am Sonntag in der Halle sehen. Bis dahin eine schöne Woche.